Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Ich wollte gerade noch... Hier muss ich noch was pflanzen, genau, für die Möwe. Jetzt legt sie nicht einmal mehr Federn. Das ist nicht gut. Nix gut. So, vielleicht hat sie zu wenig Ruhe, ich habe keine Ahnung. Die Fische sind fertig, die lasse ich jetzt aber mal. Und ich muss schauen, wie es meinem Gemüse hier geht. Weil ich bräuchte schon dringend wieder was. Nicht ganz fertig. Aber zum Ausrupfen reicht's eher, ne? Dem Mistviech. So, wird's jetzt hell oder dunkel? Dunkel, ne? Egal. Wir brauchen einen Haifischköder. Das bedeutet auch, ich brauche eine Angel. Und ich fürchte, jetzt habe ich tatsächlich keine Planken mehr. Na. Jetzt ist Ende im Gelände. Schluss aus Pasta. Das heißt, wir müssen wieder Bäume fällen. Viech. Hä? Wo bist du denn? Da. Du miste Viech. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir müssen Bäume schlachten. Schon wieder. Muss ich mir echt noch mehr zulegen von dem, von denen. So. Immer her damit. Da, 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 da. So, die Mango. Weil ich möchte mir gerne Angel bauen, ne? Damit wir Haifischköder basteln können. Hm, klappt das hier überhaupt? Doch. Und die hier auch natürlich noch. So, ein Balmsämlein haben wir bekommen. Das ist schön. Das freut mich. So. Dann können wir den einmal anpflanzen. So. Zack. Und dann tun wir da den nächsten machen. Da so. Mit einmal Mango. Mango. Und einmal... Nur Mango wäre mal nicht schlecht, ne? Zwei Mangos. Ich weiß, die Pflanze ist nicht so ergiebig, was jetzt der Planken betrifft, aber wir haben da so viele Sämlinge, da wird es schon rendieren. Das füllen wir gleich auf. Nehme ich gleich einen Schluck. Der Baum kriegt einen Schluck. So. Dann füllen wir das Schatzel hier wieder auf. Hoppala. So. So. Und so. Passt. Haben wir schon genug. Passt. Super. Gut. Dann, es ist wieder Nacht. Ist eh logisch. Wie schaut es mit der Angel aus? Wir brauchen 8 Seile. Gott sei Dank. Bringe ich das jetzt eigentlich mal an. Bringe ich die mal weg. So. Sehr gut. Das freut mich. Dann können wir auch bei passender Gelegenheit, weißt du was? Ich nehme die gleich. Machen wir gleich Seile. Alles, was geht, oder? Dann haben wir wieder schön Platz. So. Dann können wir die wieder bunkern. Hier haben wir Platz. Passt doch wunderbar. So, die Früchtchen, die könnten wir eigentlich essen. So, jetzt haben wir ein bisschen Obst verknuspern hier. So. Nom, nom, nom. Gut. Schüsselchen essen. Fischelein. Passt. Können wir angeln gehen. Es ist eh Nacht. Das passt eh gut. Ich werde mich mal... Wo haben wir denn am besten Licht? Streng gesehen hier, ne? Wenn wir da so angeln. Dass ihr auch was sehen könnt, sie Armen. So. Da, 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 da. Aber wie es ausschaut, geht auch schon die Sonne wieder auf. Das heißt, ich muss mich hier ein bisschen beeilen. Eine Seebrasse. Hm? Die wäre jetzt gut für den Fischeintopf. Wenn ich noch ein paar Makrelen kriege, auf alle Fälle, probiere ich den dann mal aus. So. Dam, dam, dam. Was auch interessant wäre, ob das jetzt das Weiße wirklich tatsächlich Milch war.
Oder ob es irgendwann eine Möglichkeit gibt, eine Kokosnuss ihrer Kokosmilch zu berauben. Dann wäre es nämlich eine Kokosmilchgeschichte gewesen. Würde auch eher besser zu einem Fischeintopf passen, oder? Das schmeckt dann wahrscheinlich mehr karibisch, oder? Jo, auf jeden Fall sollte es hier die Möglichkeit geben, auch Nutztiere halten zu können, bis auf die Möwe da, ne? Das wäre echt nicht schlecht. Muss man dann hier auch so ein Viehgatter dann haben? Und wie bekommt man dann Futter? Also Gras? Da müsste man ja auch Gras anbauen können. Cool wäre es schon. Ganz ehrlich. Cool wäre es schon. Seebrasse, jawohl. Hätten wir schon zwei, das passt genau. Wir können jetzt insgesamt viermal oder zweimal den Fischeintopf herstellen eigentlich, ne? Ich fische noch ein bisschen. Ein Hering, sehr gut. Den St Seil fällt schon wieder. Seil brauchen wir dafür doch erst. Dann komm her, du Seil. Ich nehme gleich vier Stück Seile. Dann können wir normal zweimal das herstellen. So. Perfekt. Und jetzt müssten noch zwei Makrelen übrig sein. Genau. Wir haben eine Rübe. Jetzt ist das Fisch schon wieder da. Eine Rübe. Ich wollte noch. Zack. Ja. Tschüss. Mistviech. Was wollte ich sagen? Ich wollte noch. So, ich muss mal reparieren und fangen hier. Da drüben war, glaube ich, auch eine Stelle kaputt. Ich möchte gerne einen Fischeintopf probieren, kochen. So. Da drüben war, glaube ich, noch irgendwo eine Stelle kaputt. Da hat er mir auch ein Eck weggefressen, das Mistviech. Wow, so nicht. Horuck, da war's. Wow, ja, war klar. Upp. Das war jetzt echt mehr als ungeschickt. So. Jetzt bin ich glatt baden gegangen. So. Das und das. Blanke, 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 blanke. So. ABC. Ich wollte das Fischi kochen. Da, Makrele. Jetzt brauche ich aber noch Gemüse. Jetzt brauche ich noch, und da werde ich gleich mal alles ernten, was hier noch geht. Weil sonst gehen mir hier tatsächlich die Gemüsesachen aus. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Eine Kartoffel muss mir jetzt übrig bleiben. Drei. Zweimal. Den Rest kann ich Rübe machen. Drei. Eins, zwei. So. Gluck und Gluck. Und Süßwasser. Platsch, platsch. Ich nehme auch gleich einen Schluck. So und so. Passt. Die Tasse. Machen wir hier gleich wieder voll. Zwei. Drei. Vier. Und ein letztes Mal. Perfekt. So. Jetzt gehen wir rauf in unsere Küche mit Ü. So. Hier möchte ich gern das da mal kochen. Ah, es wäre egal gewesen. Es ist egal, welches Fischelein und es ist egal, welches Gemüse. Aber wir machen es gleich mal schön abwechselnd. Also schön, wie soll man sagen, gehaltvoll. Und? So, Köchle, Köchle. Dann haben wir hier ein Fischi, werde ich mal gleich verspeisen. Und das wird hell, das freut mich sehr. Dann können wir gleich den Haifischköder uns schon mal reservieren. Und dann werde ich versuchen, ich will versuchen, dass wir schön quasi von einem Eck zum anderen arbeiten können. Ich glaube, den Haifisch werde ich jetzt diesmal hierher locken. Dann kriege ich das, glaube ich, schneller mit. Ich werde vielleicht auch gleich den zweiten hierhin platzieren. Vielleicht ist das effektiv, ich weiß es noch nicht. So. Es wäre halt noch schön, wenn er anpeist. Hat gerade gewendet. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja. Nein. Hi, Fischi, Fisch. Essen, Ham, Ham.
Nom, nom, nom. Ah, jetzt. So, dann schauen wir uns das noch einmal um. Versuchen wir jetzt noch den Schrott mitzunehmen. Nach Möglichkeit, zack. Aha, ist schon vorbei. So. Zweimal Schrott. Da haben wir nur Gestein. Hier ist Gestein. Steine brauchen wir nicht unbedingt. Die sind nicht so wichtig. Da haben wir Schrott. Da haben wir Schrott. So. Hier wäre Schrott. So, also bevorzugen tue ich jetzt halt Schrott, Stein, Schrott, Sand und Ton, so wollte ich sagen. Stein, ja. Ich habe sowieso keine Ahnung, wofür man so viel Stein brauchen würde. Die Planke nehme ich mit, weil die gerade hier so schön lag. So. Hm. Das ist alles Stein hier, ne? Hier haben wir Schrott zweimal. Aha, ich glaube, der Haifisch kommt. Es hört sich zumindest schon wieder so komisch an. So. Au. Hat er jetzt beide weggesnackt? Oder nur einen? Das will ich mir jetzt anschauen. Hüpf. Das will ich jetzt gern wissen. Na, da ist noch einer. Das heißt, er hatte jetzt einfach nur mal Bock, zwischendurch einen Happen Menschen zu essen. Wo ist er denn? Dachte ich, da vorne wäre er, aber ist es gar nicht. Also von außen schaut das farblich schrecklich aus, oder? Da müsste ich einen helleren Farbton wählen, glaube ich. Das Floß anstreichen wäre auch mal eine Aufgabe, ne? Ich habe vergessen, mehr Farbe herzustellen. Da ist ein Au. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt immer nur auf uns geht. Vielleicht braucht er auch mal eine Pause, was einen Haiköter betrifft. Vielleicht mag er nicht immer. Ich müsste mir wieder mal so einen Bogen kaufen. Also basteln, kaufen, genau. Basteln, da fällt mir jetzt... Na, dürft gehen, glaube ich, ne? Planken, Seil, von dem haben wir auch genug. Und einen Bolzen würde ich nur brauchen. Dann könnte ich mit diesem... Hä? Jetzt hat er, ne? Du bist ein Arschviech. Das kann ich gar nicht anders formulieren. So. Mal ganz höflich. Du bist ein Arschviech. Aber ist doch wahr. So, da war ein Stein. Was haben wir denn hier noch Schönes? Immer so ein bisschen auch auf die Wand schauen. Da waren wir auch schon fleißig, wie es ausschaut. Vielleicht hier noch ein Stückchen runter. Da. Ich muss auf die Luft aufpassen. War ich hier jetzt schon beim... Nein, da war ich noch nicht beim Klubschen. Da haben wir auch noch... Oh, ich muss auftauchen. Ganz schnell. Blub, blub. Blub, blub. Ah, das könnte jetzt zu knapp werden. Das könnte jetzt ein Frecki sein. Vor allem, weil hier das Floß auch noch im Weg ist. So, oh, Glück gehabt. Blubblub. Aber wenn der Hai mich jetzt, glaube ich, noch einmal trifft, dann ist fast Schicht im Schacht, glaube ich. So, hier wollte ich hin. Also Ton. Und Sand. Und ich glaube, dann können wir es eigentlich schon gut sein lassen hier, ne? Da wäre noch Ton. Und Sand. Das wollte ich noch mitnehmen. Dann wird es, glaube ich, Zeit, dass wir mal wieder weiter segeln hier. Ja. Ich muss weg, so schnell wie möglich. Alter. Aha, okay. Vergiss, was ich gesagt habe. So. Okay. Es war ein Fail. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich so viel Luft noch verliere wegen dem Haiangriff, aber das ist, ja, das ist scheinbar, das ist ganz normal. Okay. Dann würde ich sagen,
Ich habe eh nichts mehr. Tust du? Ah, hier, die Kurve wahrscheinlich. Ja, genau. Tu mal einen Anker lichten und hau mal hier ab. So. Sammeln wir wieder neue Sachen. Ja, da habe ich zu hoch gepokert. So, gut. Gut. Nicht gut. So und so. Gut, dann. Jetzt habe ich natürlich die Flasche und alles verloren, ist eh klar. Da muss ich halt wieder alles bauen, was eigentlich schlecht ist. Würdest du dich jetzt mal in Bewegung setzen, du Floß? Muss ich dich antauchen, ne? So. Juhu, es bewegt sich. So. Ich lasse das jetzt mal weg. So, keine Ahnung, ob das ein guter Weg gerade war, aber werden wir dann schon sehen. Theoretisch komme ich wieder in eine Strömung rein, dann wird das schon passen. So, ich bin jetzt wieder arm wie eine Kirchenmaus, ist ja klar. Ein Paddel habe ich noch. Hurra! Super. Den Clipper werde ich jetzt brauchen gleich für die Flasche. Kunststoff, genau, das haben wir eh da. Den Clipper wollte ich eigentlich anderweitig aufsparen, aber egal. So, das Wichtigste ist jetzt mal die Flasche. So. Eine zweite wäre auch kaputt. Ja, die kann ich jetzt gerade nichts, weil mir fehlen die Planken. Die müssen erst wieder gesammelt werden. Du Kackviech. So. Das kommt wieder hier rein. Dann. Ach so, meine Metallbahnen sind auch. Warte mal. Das alles weg, ne? Metallbahnen hatte ich hier drinnen. Ich schlauer Mensch, ne? Jo, gut. Es hat sich ausgezahlt zu verrecken. Schön. Ja. Das war so richtig Epic Fail. Wieder mal. Ach, ich hasse diesen Hai. Und das mit die Haiköder ist echt komisch. Aber naja, was soll's. Es gehören auch Verluste dazu, ne? Einmal weiße Farbe. Das können wir jetzt wieder auch anfangen. Weiß, also Farbe zu mischen. Die habe ich jetzt hier drin gehabt, ne? Ja. Weiße Farbe. Rot wäre auch schön. Nein, falsch hier. Machen wir mal ein bisschen rot. So. Hoppala. Und so. So. Dann hoffe ich mal, dass wir recht bald eine neue Insel finden. Muss ich eigentlich hier mit Farbe? Kann ich hier mit Farbe auch was machen? Mit Ei? Explosives Pulver. Netzkanister. Was geht hier noch? Schmutz habe ich überhaupt noch nicht. Eine Wiese, tatsächlich. Es gibt tatsächlich Wiesen. Rucksack. Vergrößertes Inventar wäre auch cool. Da brauche ich Leder. Es gibt tatsächlich Tiere. Es gibt tatsächlich Schafe. Unglaublich kuschelig. Lederschützer. Okay, Leder. Wolle. Okay, da gibt es tatsächlich dann Milch auch, höchstwahrscheinlich. Da geht einiges. Da kann man eine ganze Rüstung machen. Oh Gottchen. Und wenn wir das haben, haben wir alles gelernt. Dann sind wir quasi mit dem Spiel durch, oder wie? Das heißt, wir müssen jetzt nur noch versuchen, Tiere zu finden, oder wie? Okay. Okidoki. Schön. So, einmal rot hätten wir schon. Habe ich jetzt nur eine rote Blüte genommen? Ich bin auch schlau. Ich gleich eine zweite nehmen können. Rein da mit der Farbe. Dann machen wir noch eine rot.
Wobei, was haben wir hier noch drinnen? Rezeptmäßig Gemüsesuppe braucht man nicht mehr. Fischeintopf brauchen wir auch nicht mehr. Das können wir eigentlich schon. Sie ist schon wieder durstig. Sie ist schon wieder durstig. So, Prost. Trink mal was. So. Genau, anpflanzen habe ich natürlich vergessen. So. Nein, nicht trinken. Du hättest eigentlich sollen... Ach, egal. Du hättest eigentlich sollen... gießen. So. Dann gießen wir halt jetzt. So. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und einmal Kartoffel. So. Platsch, platsch, platsch. Sehr gut. Und ich trinke auch nochmal einen Schluck. Kann nochmal Salzwasser befüllen komplett. Und hier reinschütten. So, ist am kamottesten. So. Passt. Hungrig sind wir auch. Ich muss schnell raufschauen, ob wir oben noch irgendwas Schmackhaftes haben. Normal schon. Immer noch kein Ei. Oh je. Ach ja, ich habe keinen Ton. Aber hier zwei Fische. Die müssen mal fürs Erste reichen. Den Ton muss ich mir jetzt noch aus meiner Truhe holen. Wenigstens habe ich den gespeichert. So. Das passt schon mal derweil fürs Erste. So, taps, 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 taps. So, wieder alles sammeln hier. Jo. Ton. Einmal, zweimal. Und Schüsseln. Genau. So, jetzt können wir unseren Fischeintopf probieren. Wie der gelungen ist. So. So. Und? Überreste. Plus eins. Diese Mahlzeit ist nicht so ganz gelungen. Aha. Mahlzeit. Naja, besser wie nix. Diese Mahlzeit ist nicht so ganz gelungen. Was? Okay, warum? Warte, ich brauche ein Werkzeug. So. Bis nächste Mal. Ich muss sowieso Sachen bauen. Mir fehlen Sticks, jetzt brauche ich wieder Steine. Vorher habe ich ja noch großkotzig gesagt, ich brauche sowas nicht. Ein Hammer brauche ich auch gleich mal als Erstes. Da brauche ich Seile. So, den Hammer hätte... Den Hammer hätten wir jetzt schon mal. So wollte ich sagen. Den kann ich auch schon herstellen. Dann der Speer. Den haben wir schon. Die Angel. Da brauche ich Seile. Geht sich aus. Haben wir auch die Angel wieder. Dann brauche ich die Axt. Da fehlen jetzt blanken Stein und Seil. Aber Steine haben wir eh gebunkert. Jo. So. Einmal, da fehlen mir Planken, ist eh klar. Gehen wir gleich mal schauen, ob wir was gefangen haben. So, gesammelt so eher. Gefangen hört sich blöd an. So, gesammelt. In der Tat haben wir hier jetzt wieder Sachen. So, zack. Mal schnell die Runde machen. Hier vor allem, das mache ich jetzt auch mal schöner. Das ärgert mich da schon ein bisschen. So. Und natürlich Insel. Ausschau halten. Aber ich denke, da wird jetzt längere Zeit keine kommen mehr. Die Blume, die wollte ich jetzt auch noch. Langsam. So. Für Farbe. So, bitteschön. So, so. Und so. Und so. Und Schmelz, Schmelz. Wo ist mein Kupfer hin? Ah, das Kupfer habe ich auch verloren. Ich habe alles verloren. Ja, Gott sei Dank. Passt eh. Ja, Gott sei Dank. Wäre es sonst zu lustig gewesen, ne? Zu einfach, zu lustig. Braucht man nicht. So, dann schmelzen wir halt den Seetang weg. So. Man muss auch mit Fels zurechtkommen.
Hilft ja nix. So. Gut. Also. Kann ich hier schon ernten? Nein. Dauert noch ein bisschen. Okay. Dann würde ich sagen, ich lege mich mal hin, ne? Ein Weilchen. So. Gutes Nächtle. So. Passt. Dann werde ich mal den Pinsel rausholen. Kann ich jetzt? Muss ich mal schauen. Wenn ich jetzt die Farben nicht mit dabei habe, geht das trotzdem? Ich wollte so was Helleres haben. Das hier. Da muss ich die Farben... Da blau... Obwohl, ich habe alles. Blau, rot und weiß. Ich wollte das nämlich mal ausprobieren, ob es mit dem schöner ist, wenn es heller ist. So. Schaut da wahrscheinlich schlimmer aus. Das ist natürlich oben auch alles mit der Farbe, ist eh klar. So. Aha, das können wir auch so anmalen. Ja, das schaut aber furchtbar aus, irgendwie. Ich sollte vielleicht eine andere Farbe mal wählen. Mal schauen. Könnte furchtbar ausschauen. Ich will hier raus. Farbe habe ich jetzt, die weiß habe ich jetzt noch. Die muss ich zurück tun. So. Dann können wir gleich mehrere Blüten wieder mitnehmen. Ein Gelb wäre schön, noch ein Blau. Ein Rot wäre schön, ein Schwarz wäre auch schön. Fass, Fass, stopp. Egal. So, eine Schwarz wäre schön, habe ich gesagt. So, machen wir mal. Zack. Rot nehmen wir mit. Die Schwarz wird gerade gemacht. So, die tragen wir wieder zurück hier. So. Okay. PC. Gut. Ja. Ich habe natürlich alles verloren. Schaufel habe ich jetzt auch verloren, oder? Oder habe ich die schlauerweise gebunkert gehabt? Na. Dumm wie ich bin, habe ich das alles verloren. Gott sei Dank. Brauch mir eh nicht. Brauch mir eh nicht. Das Zeug. So. Gut. Dann können wir angeln, ne? Die Zeit vertrödeln dabei. Also, oder besser gesagt, nutzen. Das ist jetzt wieder peinlich. Ich war so fleißig mit dem ganzen Metall. Ah, du blödes Viech. Wenn ich wieder Metall habe, werde ich mir vielleicht echt einen besseren Speer bauen. Ich wollte noch einen Bogen auch noch bauen. Pff, pff, nichts ist vergund. Nichts. Ich hätte nicht so gierig sein sollen. Ich hätte nicht so gierig sein sollen. Also, dass er mich jetzt zweimal erwischt, das Mistviech. Beziehungsweise ich ersaufe durch seinen Damage. Ja. Das, ja. Aber selber schuld. Gierige Menschen müssen bestraft werden. So schaut's aus. Wer den Hals nicht voll kriegt. Ne? Ja. Jo. La 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 la. Da 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 da. Ich habe mir gedacht, sollten wir das Glück haben und tatsächlich mal Kühe oder Schafe in dem Fall finden, weil ich denke mal, es wird nur das Schaf geben, weil man kann ja vom Schaf sowohl Wolle als auch Leder als auch Milch bekommen eigentlich, ne? Keine Ahnung. Der Hai, ne? Ach, ich bin eh schon zu spät. Es müsste wirklich die Möglichkeit geben, dass man auch ein Schaf halten kann. Wir können Wiesen anbauen. Das heißt, das Schaf, oder wenn es auch gibt, Kühe, wenn sie mehrere Sorten bauen. Roher Hering, was soll das? Kann ich, darf ich, Seil. Mach gleich viele Seile, so einmal. Und den Hering schnapp. Ja, passt. Kein Platz mehr, ne? Ja, was haben wir hier? Einen Lachs, den hau ich gleich auf den Grill. Den hau mal auf den Grill, das wird ein Festmahl. Den hau mal auf den Grill, das wird ein Festmahl.
Nom, 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 nom. Ich glaube, eine Gemüsesuppe darf ich kochen. Ja, das geht sich aus. Einmal, zweimal. Und einmal, zwei. Upp, einmal, zweimal. Vielleicht hätte ich die Gemüsesorten hier nicht so mischen dürfen. Oder ich muss alles auf ein, also generell, wenn ich sie mische, auch zwei verschiedene Fischsorten nehmen. Vielleicht wäre das dann geschmacklicher besser gewesen, der einfache Fischeintopf, ne? Vielleicht. Schmorebröt, Schmorebröt. So. Wie schauen wir hier aus? Kein Ei. Wen überrascht's? Wie schauen wir hier aus? Nix, nicht mal Federn. Gott sei Dank. Brauchen wir eh nix. So. Scheißlich, scheißlich, scheißlich. So. Gleich mal schauen, wie viel Blanken... Ja, ja, das wollte ich gerade sagen, wie viel Blanken wir haben. Ich möchte gern wieder was bunkern. Einmal einen 20er Stack, bitte, ja. So, schnell noch die... Wo sind die? Weg. Jo, ich glaube, das ist ersoffen. Ja. Dann gehen wir Farbe machen. So, dann nehmen wir die schwarze Farbe mit. Tun wir sie wieder da rein. So, bitteschön. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz, ne? Wir haben einen Hering und zweimal bunt Barsch. Zweimal bunten Arsch. So. Weit und breit keine Insel. Nein. Hilft mir... Oh doch, es hilft mir schon. Wir haben ja eh zum Glück den großen Anker. Aber es ist heute der Topfen. Ne? Dass ich da jetzt so viel... Ich wiederhole es nicht mehr. Es tut einfach zu sehr weh. Meine Ungeschicktheit ist ein Graus. So. Die werden wir Clipper machen. Clipper, 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 Clipper. Wie schauen wir aus? Ja, das ist natürlich auch alles kaputt. Ist eh klar. So. Dann werden wir als erstes versuchen, Seetang zu kriegen, falls meine Insel wieder bekommen tun. Ich hoffe schon. Werden wir halt wieder versuchen, zuallererst Seetang zu kriegen, unsere Taucherausrüstung wieder herzustellen. Jo, ich glaube, mit der Farbe schaut's, naja. Schaut auch komisch aus. Ein Grün wird besser passen, glaube ich, ne? Zu diesem Ding da. Ich glaube, ein Grün wird gut passen. Habe ich noch eine blaue? Ah, ich bin schon wieder durstig. Ich habe nichts da drin zum Trinken. Böse Zocki, böse Zocki. Dann holen wir uns mal was zu trinken. Schön langsam und gemütlich auf allen Vieren. So, Bröstelchen. Dann werde ich noch schnell eine Tasse bauen. So, genau. Meine Tasse. Da füllen wir jetzt schnell das Salzwasser rein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und das letzte Mal. So, dann schauen wir unser Gemüse an. Ernten, ernten. Sehr gut. Ernten, ernten, ernten. Noch mehr ernten. So, so, so. Hervorragend. Jetzt werden wir dasselbe mit den Kartoffelchen machen. So, und die Rübe. So, und gießen. So, da füllen wir auch gleich voll. Gießen, gießen. Und gießen. Sehr gut. Mit der Tasse wieder. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So. Ja, das Violett schaut nicht so schön aus, glaube ich, ne? Da werde ich mir was anderes überlegen. Das ist dann doch zu knallig. Vielleicht für den Boden oder so, aber meh. Das schaut nicht so schön aus. Was hätten wir noch für Farben? Genau, die blaue müsste ich noch kreieren. Das wollte ich wegschmeißen. Die Rezepte. Die brauchen wir ja nicht mehr. Die haben wir ja schon gelernt. So. Einmal blau. So, Dapsel, Dapsel, Dapsel. So.
So, eine hübsche Blau machen wir da. Aha. Haifisch Attack. So. So, tschüss, du Mistviech. Und einmal, wenn möglich, reparieren. Super. Viele Planken waren da jetzt nicht, aber wir haben zum Glück eh unsere Netze. Da können wir. Ui, der Part ist zu Ende. Mit Überlänge. Viel zu viel. Entschuldigung, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!